Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Part Bellride mit mir. Ja, mit dem auch sonst, oder? Total bescheuert mal wieder. Egal. Wo sind wir denn im letzten Part stehen geblieben? Ja, wir haben nochmal dieses Banditenlager uns angeschaut, dieses zweite. Die sind aber schon ein bisschen stärker wie die Banditen aus dem ersten Lager. Deswegen weiß ich noch nicht genau, ob ich da heute hingehe. Ich habe jetzt gerade schon mal ins Spiel geguckt und es ist etwas passiert. Seht selbst was. Let's go. Ja, wie ihr seht, haben wir jetzt Winter. Ich bin am Ende des letzten Parts dann nochmal hier zurückgelaufen und es ist nicht nur dunkel geworden, es hat auch angefangen zu schneien. Und unsere Kuh ist auch wieder da. Hey, wir bräuchten mal einen Namen für sie. Was sagt ihr, wie sollen wir sie denn nennen, wenn die jetzt hier so rumtschumpert? Oh, da wisst ihr was. Jetzt will ich mal ganz kurz, bevor wir schlafen gehen, wir konnten doch so einen Zaun erforschen. Ach, der hat auch Seil gebraucht. Mist. Sonst hätte ich jetzt gesagt, bauen wir einen Zaun oder erforschen den und dann bauen wir die Kuh ein, dass sie uns nicht mehr wegläuft. Aber geht ja leider nicht. Ja, dann würde ich doch mal sagen, schauen wir mal ganz kurz noch zu ihm. Er rennt halt auch hier ohne Oberteil rum, gell? Das ist natürlich auch nicht gut. Was sagt seine Moral? Er ist hungrig. Ich könnte wirklich etwas zu essen gebrauchen. Oh, gibt es keine Bären im Winter? Ich meine, die Frage ist bescheuert. Aber ich... Oh Mist, ich glaube, es gibt tatsächlich keine. Ja, aber was sollen wir dann in die Falle legen? Hä? Also Moment, wenn es keine Bären gibt, Pilze gibt es ja noch. Da müssen wir uns auf jeden Fall, wenn es wieder hell ist, auf die Suche nach Pilzen machen, Leute. Aber jetzt erstmal ein bisschen schlafen. Tag 8. Und hier ist schon wieder so eine Fruchtfliege. Und es schneit immer noch. Juhu! Gut, wir haben ja gesagt, dass wir uns auf die Suche nach Essen machen müssen. Ja. Wo waren denn diese ganzen Pilze? Kann ich die eigentlich auch auf der Karte sehen? Ich glaube, die waren hier irgendwo, oder? Hanf. Sehenswürdigkeit. Oder wir machen es so. Kann ich eigentlich auch hier einen Wegpunkt setzen? Nee. Ja gut, oder wir müssen halt in die Stadt gehen und irgendwas zu essen kaufen. Ich weiß jetzt auch nicht. Vielleicht ist das dann die bessere Lösung. Weil ich will ja nicht, dass er uns hier verhungert. Ich meine, man stirbt zwar nicht, glaube ich, wenn man jetzt Hunger hat, aber... Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob man hier zum Beispiel angeln kann. Friert es ein? Nö. Dann schnell wieder raus. Wir müssen ja auch noch gucken nach diesem weiteren Gefolgsmann. Irgendwen müssen wir doch finden können. Was ist denn mit dir hier? Ach, ja. Habt ihr den Ältesten schon gesehen? Kann ich Sie etwas fragen? Ich suche gute Leute, die mir helfen. Was passiert im Dorf? Könnt ihr mir mehr über die Lage im Dorf erzählen? Hast du in letzter Zeit etwas Interessantes gehört? Es kursiert ein Gerücht über Lord Ashbourne's neues Hobby. Man sagt, er habe angefangen, seltsame, ausgestopfte Tiere zu sammeln, wie Trophäen, und sein Schloss damit zu füllen. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Die Leute sagen auch, dass er gern ausgestopfte Feinde als Trophäen aufbewahrt. Ich bin mir sicher, das stimmt nicht. Wir brauchen Quests und wir brauchen Essen. Hier. Ach, das ist wieder die Emily. Kann ich dir mit irgendwas helfen? Nun, ich habe darüber nachgedacht, wie wir die Brigante zum Narren halten könnten, denn, nun, du weißt warum. Ich habe einen Plan ausgeheckt, der ihre kleinen Gehirne durcheinander bringen wird. Wenn du interessiert bist, natürlich.
Ich höre zu, was ist dein Plan? Die Briganten sind gefährlich, weil sie gut organisiert sind und einander vertrauen. Deshalb denke ich, dass wir dieses Vertrauen und diese Organisation dezimieren sollten. Ich habe einem von ihnen etwas Wertvolles gestohlen, ein Zeichen, und ich weiß zufällig, wo sie ihr geheimes Versteck haben, wo sie Beute von ihren Anführern verstecken. Lege das Zeichen dort hinein und lasse die Anschuldigungen fliegen. In Ordnung. Wo ist das jetzt? Hier? Nee. Achso, ja. Ich sollte vielleicht zuerst mal die Quest hinzufügen und vielleicht kann ich es ja jetzt sehen. Ja, hier. Okay. Dann wollten wir Essen kaufen. Der war aber oben, der Typi, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche, gucken wir mal nach. Essen wäre nicht schlecht, wenn wir da jetzt auch hin müssen, gell? So. Du guter Herr, wo warst du denn? Hungry and down on luck, a coin would mean the world. Also hier ist er nicht. Hier steht er. Schauen wir mal, ob wir uns irgendwas leisten können. Was hast du heute auf Lager? Bärenmarmelade. Achso, ich bin ja verkaufen. Ich möchte ja kaufen. Pilzeintopf. 20 Dinger kostet das. Ich kaufe jetzt mal zwei. Einen, den ich selber esse. Und den anderen schenke ich unserem Jägerfreund. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Questziel. Gehen wir mal hier runter und springen einfach mal da lang, weil uns das anscheinend ja nichts ausmacht. Ach ja, jetzt ist es Winter. Wer hätte das gedacht? Und ich sage im letzten Part noch, oh, wo ist der Schnee? Hier ist er. Trennungen im Dunkeln. Lege den gestohlenen Gegenstand in das geheime Versteck. Also ich hoffe, dass ich das hinkriege. Ich nehme jetzt mal meine Waffe hier raus. Dann schauen wir mal. Hier sind Pilze, aber die kann ich nicht aufheben. Das ist natürlich doof. Also im Winter immer genug Vorrat haben. Das Ding ist halt aber auch, dass das ja alles irgendwie immer so schnell verdirbt. Also vielleicht können wir uns ja irgendwann mal einen Kühlschrank bauen. So, und hier ist jetzt das geheime Lager, oder wo? Hier. So. Und jetzt muss ich wieder zurück. Okay, das habe ich also erledigt. Alles klar. Das war easy peasy. Können ja mal kurz da hochdüsen, was da so ist. Aber außer Wald ist auch hier nichts. Vielleicht kann man ja die Seile auch im Dorf kaufen. Oh, doch, hier ist was. Ah, ich weiß, wo wir sind. Das ist das Starterding. Ja, das kommt mir ja sehr gelegen, weil dann können wir da nämlich noch gleich mal gucken, ob man sich da jetzt vielleicht nochmal an der Kiste bedienen kann. Also einmal Ruff hier. Kann man die Dinger hier kaputt schlagen? Nee, ich glaube nicht. Und er hat aber doch eine Beere gesammelt. Komisch. Und man kann sich nicht nochmal bedienen. Schade. Gut. Macht auch nichts. Jetzt ist der Schnee ja gerade schon wieder weg. Zumindest hier. Da hinten liegt er aber noch. Dann au mal auf. Dann au mal auf zu Emily. Da ist sie ja schon, die gute Stute.
Greetings. Seid gegrüßt. Was das Versteck betrifft, hast du es gefunden, ohne verfolgt zu werden, hoffe ich. Das Zeichen ist platziert, hoffen wir, dass dein Plan Früchte trägt. Genial. Es wird Anarchie herrschen, besonders wenn sie heute Abend trinken. Sie können sogar anfangen, sich gegenseitig umzubringen. Hoffen wir, dass es so funktioniert, wie du es dir vorstellst. Du bist aufgeregt, dass sie anfangen können, sich gegenseitig zu töten. Das ist düster. Ach, wir diskutieren gar nicht mit ihr. Wir sagen einfach, wir hoffen, das läuft so, wie du es dir vorstellst. Oh, das wird es. Und hier dein Anteil daran, ihre Operation zu stören. Halte deine Ohren offen. Solche Aktionen haben tendenziell weitreichende Folgen, die wir nicht sehen können. Und wir haben, glaube ich, wieder ein Zeichen bekommen, eine alte Münze und noch irgendwas. Das habe ich jetzt aber gerade gesehen. Seid ihr neu in der Stadt? Es ist üblich, dass ihr die Ältesten begrüßt. Grüßt. Das Flachland ist ein gefährlicher Ort. Vielleicht könnten wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig den Rücken frei halten. Es tut mir leid, aber ich kann mich einfach noch nicht dazu durchringen, dir zu vertrauen. Wir sind in dieser Gegend vorsichtig mit Fremden. Ich hatte auf einen Verbündeten gehofft, aber ich verstehe deinen Standpunkt. Ich werde es allein schaffen müssen. Ach, und hier sehen wir jetzt quasi auch, dass wir, um ihn zu rekrutieren, mindestens 733 Ansehen brauchen. Wir haben halt jetzt 212. I heard the elder has been asking if there is anyone who could help him out with some things. Dann gehen wir jetzt zum Ältesten, geben nochmal unsere Münze ab, dann haben wir ja auch schon wieder ein bisschen Ansehen erreicht. Greetings. Ich habe etwas Besonderes für dich. Nochmal. Hier ein paar Münzen. Eine verkaufen plus 250 Ruhm. 250 Ruhm. Jetzt haben wir 462. Okay, nice. Du bist jetzt ein Freund von Herndin. Cool. Dann kann ich mir doch jetzt irgendwen, muss ich mir doch hier anheuern können, Leute. Wenn ich hier keinen finde, dann nehme ich einfach einen von euch. Hier, was ist denn mit ihr? Sorry, I'm busy. Ja, sie ist natürlich beschäftigt. Aber ich frage sie das jetzt auch. Noch nicht Reisender. Sie braucht 500. Okay. Was ist mit dir? Hail, fellow. Sei gegrüßt. Achso, das ist der Schmied. Wir können ihn aber gleich mal fragen, ob er was braucht, und er sagt nein. Okay. Okay, vielleicht ist hier oben der falsche Ort. Vielleicht müssen wir runtergehen und da nach Leuten suchen. Hier, zum Beispiel ihn da. Wie ist es mit dir? Sorry, I'm busy. Er sagt auch, er ist beschäftigt. Ich habe gesehen, wie viel Gutes du für unsere Gemeinschaft getan hast. Und ich möchte helfen. Also ja, ich werde mit dir zusammenarbeiten. Yeah. Das freut mich zu hören. Nice, jetzt haben wir tatsächlich noch jemanden. Deine Dorfbewohner. Deine Dorfbewohner können jederzeit von drei Rollen, das wissen wir ja schon. Befehle wissen wir auch. Gut ernährt bleiben. Ja, das wissen wir alles. Cool, ja, dann komm doch mal mit, dann führe ich dich mal nach Hause. Schön. Jetzt haben wir aber wieder diese Ruhmpunkte weniger. Diese blauen. Aber macht jetzt nichts, oder? Ach so. In der Welt aufsteigen. Sprich mit dem Ältesten von Padstow. Und hier ist eine verfügbare Quest. Die nehmen wir noch kurz mit. Nicht weglaufen, please. Stay. Yes? Ja? Kann ich Ihnen etwas helfen? Ich habe eine kleine Aufgabe für dich, wenn du interessiert bist. Ich bin interessiert. Sag mir, was ich tun soll. Es ist ganz einfach, versprochen. Ich versuche, ein kleines Denkmal für meine Eltern zu errichten. Also brauche ich dich, um mir ein paar einfache Schnüre und Felle zu bringen. Steine kann ich selbst besorgen, das ist alles. Ich bin gleich wieder da mit allem. Das sagen wir ihr auch. Okay, machen wir mal Z. Zwei einfache Schnüre und zwei Fell. So, jetzt haben wir das wieder mit den Schnüren.
Dann gehen wir jetzt doch nochmal zu dem Ältesten. Wo ist denn der? Oha, der ist ja hier in Padstow. Das ist ja endsweit. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal nach Hause. Und dann gehen wir aber tatsächlich nach Padstow. Dann weiß ich nur nicht, ob ich den anderen auch mitnehmen soll oder ob ich beide im Lager lassen soll, weil als ich das letzte Banditenlager angegriffen habe, jetzt weiß ich nicht, wo sehe ich denn das nochmal? Ah ja, genau hier. Ist das nämlich auch hochgegangen? Also ihr seht schon nicht mehr viel und wir werden, ich schätze mal, höchstwahrscheinlich angegriffen. Deswegen, das ist nicht so juti. Wo bist denn? Der chumpert irgendwo da oben rum. Ach so, kann ich jetzt hier den anderen irgendwie noch zuweisen? Das geht wahrscheinlich nur über sein Inventar, oder? Bewohner. Okay, der wohnt automatisch jetzt in dem Zelt auch. Das heißt, wenn ich wen Neues rekrutiere, dann muss ich ein neues Zelt bauen. Ihm geht's gut. Gut, gut, gut. Ihm geht's gut. Und wie geht's dir? Inventar. Komm, ich gebe dir mal hier das Essi. Dann soll er aber jetzt hier bleiben und Wache halten. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Padstow. Hätte ich jetzt gesagt. Ach, das ist natürlich doof, wenn man keine Ausdauer hat. Aber der Schnee ist ja weg. Also vielleicht finde ich irgendwo wieder Bären oder Pilzis oder beides. Müssen wir mal gucken. Apropos Hunger. Ich habe auch schon wieder voll Hunger gerade. Belastend. Oh, jetzt kommen wir hier in den dickigsten Wald. Oh, hier sind Pilze. Geil. Davon nehmen wir jetzt einfach mal eine ganze Menge mit. Beziehungsweise mehr geht gerade gar nicht, oder? Nee. Dann haben wir zumindest schon mal wieder die Pilze. Davon essen wir auch gleich mal einen. Sicher ist sicher. Und unseren Basie holen wir auch wieder raus. Hier sind Bären. Das ist interessant, ne? Gestern im Schnee hatten wir keine Bären und heute, einen Tag später, haben wir wieder total viele. Die wachsen schnell hier. Hör auf, ich will doch Pilze sammeln. Achso, hier. Okay, dann müssen wir hier lang. Und jetzt lasst mich mal überlegen, wo könnten wir denn Seile herbekommen? Schwierig, schwierig, schwierig. Ich hoffe, der in Padstow kann uns weiterhelfen. Essen wir gleich noch eine Beere hinterher. Dann geht es uns noch besser. Ach Mist. Wisst ihr, was ich hätte machen können? Ich hätte mir gleich diese Beschilderung, da stand doch, wenn man die hinstellt, dass man dann zwischen zwei Stück reisen kann. Dann hätte ich mir gleich eine dort hinstellen können, in Padstow. Das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Oh, die zwei sind böse. Oha, da sind voll viele. Vielleicht kann ich einen... Okay, einer hat mich gesehen und der andere schießt. Dann rennen wir jetzt mal kurz weg von dem Bogenschützen. Oha, der schießt ja endweit. Komm mal her. Getroffen. Shit, aber er mich auch. Nein. Ja, verklopp ihn. Ja, gut. Okay, er ist Kabutschko. Und der andere zieht wieder ab. Sehr schön. Was hat er denn hier? Eine Zwiebel. Eine Zwiebel. Ich habe keine Verbände. Keinen Verband. Das ist blöd. Gesundheit plus 16.
Wisst ihr was? Ich esse die Zwiebel jetzt auch. Und dann sie mal hier wegdüsen. Wie konnte ich denn jetzt nochmal Verbände machen? Bin ich jetzt doof? Oder konnte ich das noch gar nicht? Okay, aber wartet mal, wenn er Bogenschütze ist. Dann hat er wahrscheinlich keine Keule dabei, ne? Das heißt, wenn ich jetzt so weglaufe... Scheiße, er hat mich getroffen. Aber so kann ich ihn umbringen. Nein, er hat was dabei. Schnell, hau nochmal, hau nochmal. Oh, das war wieder so Glück, ey. Oh, er hat eine einfache Schnur und einen Verband. Oh mein Gott, wie gut. Wie gut. Den benutzen wir natürlich Insta. Können wir nochmal einen Pilz essen? Ja, sehr schön. Und hier haben wir eine verlorene Truhe. Cool. Cool. Gegrillter Fisch. Getrocknete Beeren. Dann haben wir hier nochmal so eine Münze. Nice. Ist hier noch irgendwas? Nee. Das hast du nun davon. Cool. Dann haben wir die erledigt. Das war geil. Jetzt haben wir schon eine Schnur. Eine andere brauchen wir noch. Wie weit haben wir es denn noch? Ah ja, so weit ist es gar nicht mehr. Die zwei anderen roten Punkte, die da noch waren vorher, die sind auch wieder weg. Oh, was haben wir da oben? Ist nichts auf der Karte eingezeichnet. Das können wir uns mal merken. Das merken wir uns mal. Und what is this? Ist das schon die Stadt? Okay, wohin läufst du so? Er gleich hinterher, alles klar. Ja, ich steck's ja schon weg. Halleluja. Lass mich durch. Irgendwie sind die alle in Aufruhr wahrscheinlich, weil da wieder diese zwei Banditen sind oder so. So. Hier haben wir jetzt ihn. Hello, Traveler. Hallo, Reisende. Ich habe gehört, dass du mit den Banditenproblemen zu kämpfen hast. Ich kann dir helfen. Du hast richtig gehört, mein Kind. Genauer gesagt, die Royal Bastards. Sie haben vor ein paar Tagen angefangen, uns zu belästigen. Gibt es eine Belohnung? Natürlich, neben der Dankbarkeit der Leute von Petstore wartet bei deiner Rückkehr ein schöner und dicker Beutel mit Münzen auf dich. Das ist motivierend, aber ich habe noch eine andere Frage. Ich habe keine Frage mehr, ich sage ihm jetzt, ich werde mich um die Leute kümmern. Sie sollten leicht zu finden sein. Die Faulheit der Briganten hat sie so übermütig gemacht, dass die Bastarde ihr Lager neben dem Dorf aufgeschlagen haben. Das sind nur Banditen. Ich kann auf mich selber aufpassen. Dann musst du ein Wunderkind im Kampf sein. Der glücklichste Mensch in Carvenia oder du hast nur Blut gesehen, als deine Mutter dich geschlagen hat, weil du in Schwierigkeiten geraten bist. Wenn du in die Höhle des Wolfes gehst, halte die Augen offen und besorge dir alle notwendigen Waffen und Rüstungen für dich und deine Kameraden, wenn du dich entscheidest, sie mitzunehmen. Und noch etwas, die Banditen horten gerne viele Materialien, die sie nicht benutzen, also durchsuche ihr Lager gründlich. Viel Glück, junger Mann. Ich bin eine Dame. Danke, ich werde jetzt gehen. Das ist das Questziel. Hier ist aber auch noch jemand, ein Eber. Und der ist rot markiert, jetzt ist er weg, schade. Schade, schade. Ja gut, Leute, dann werde ich den Part mal wieder an dieser Stelle beenden. Jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, soll ich meine Kameraden mitnehmen oder soll ich sie nicht mitnehmen? Was meint ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare, joint mal im Discord, gebt einen Daumen nach oben, gebt ein Abo nach oben, wollte ich schon sagen, aber das geht ja nicht. Nein, ihr wisst, was ich meine. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, bye bye.